IMC ist für mich ein Ort, wo ich auftanken kann, wo wir Gemeinschaft haben dürfen und Gott begegnen kann. Heute ist ein Jahr, das wird vielleicht mal noch IMC wieder ein Jahr. Ist das nicht wunderbar? Gott ist alles möglich, aber ist es unmöglich viel. Halleluja, dass wir nicht stehen, dass wir ein Jahr zelebrieren können, das ist allein seine Gnade. Das wollen wir feiern, Amen. Das gehört zu einer Feier dazu. Tanzen, gute Laune. Ja, frei sein. Sag dir das erstmal, bevor wir überhaupt richtig die Party losgehen. Ich bin Gott einfach dankbar, dass er einfach Menschen aus unterschiedlichen Städten zusammengewürfelt hat, um sein Reich mitzubauen, dass eine Gemeinde in Schwerte. Schwerte. Wer hätte gedacht, dass man irgendwann in Schwerte landet? Aber dass Gott da einfach eine Gemeinde baut, ja, eine Church baut mit all den spannenden Menschen, die dort sind, mit ihren Gaben und Talenten. Und ich denke, es ist ein Privileg, auf jeden Fall auch an der Seite von Dinesh Pastor zu sein, mit ihm zusammen zu arbeiten und vor allem auch von ihm zu lernen und gleichzeitig auch einfach zusammen auf Gott zu schauen. Und genauso bin ich auch dankbar für die Frau von Dinesh Pastor und für jeden Einzelnen von euch. Und ich denke, es ist einfach die Zeit da, wo wir alle gemeinsam nach vorne schauen können für das, was Gott vorbereitet hat. Ich denke, in den letzten zwei Jahren hat Gott immer wieder gezeigt, dass er da ist. Sei es durch seine Kraft, durch seine heilende Hand. Menschen wurden befreit, Menschen wurden geheilt. Und ich könnte weitermachen. Ja, so viele Dinge sind passiert. Ich denke, das sind einfach so eine Art Vorspeise gewesen für uns, damit wir jetzt im Jahr 2021 wirklich auch mal in die Hauptspeise gehen können. Und lass uns zusammen nach vorne schauen. Zusammen mitarbeiten, zusammen aktiv sein und an dieser Stelle einfach Jesus, danke für deine Güte, für deine Gnade, für deine Liebe und dass du uns weiterhin leitest mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen. Ciao. Sie hat mich dazu inspiriert, meine Beziehung mit Gott zu stärken und meinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. This church will shake this country. Und ich sage euch, diese Gemeinde wird dieses Land erschüttern. This church will shake this country. Diese Gemeinde wird das Land erschüttern. And it's not because the plan is very clear. Und es ist nicht so, weil der Plan so klar sei. And it's not because you have lots of support all around you. Und es ist auch nicht so, weil ihr so viel Unterstützung habt. But it's because this church is full of people who keep their eyes on Jesus, who is invisible. Sondern weil diese Gemeinde voller Menschen ist, die ihre Augen auf Jesus fokussiert haben. Liebe Mitbürger,
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Wo der Heilige Geist sich frei entfalten kann. Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. IMC ist für mich der Ort, an dem ich gerne mit meinen Geschwistern zusammenkomme, um Gott anzubeten, ihn zu feiern und geistig zu wachsen. IMC ist für mich ein Ort, wo ich die Herrlichkeit und Stimme Gottes spüren und hören kann. Der Sieger bist. Und mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass. IMC bedeutet für uns Gebetserhörung. IMC bedeutet für mich geistliche Familie. Zu IMC gekommen, weil ich es familienmäßig sehr gut halte und christlich halte. Wir erheben deinen Namen.
feels like home. It's a place where you come together to praise the Lord. IMC Schwerte ist für mich die Gegenwart Gottes, Wahrheit, Gnade und mein ganzes Glück, weil ich es da empfangen darf. IMC ist für mich ein starker Beweis, dass Jesus Christus lebt. IMC bedeutet für mich Sicherheit. Hallo liebe Gemeinde, ich bin Mikkel und für mich bedeutet IMC Wiedergeburt. IMC for me is like David when they said unto him, let us go to the house of the Lord. He was glad. So I am glad to be in the house of the Lord every time, 24/7. IMC is my favorite place. IMC is my home. IMC ist ein Ort für mich, wo ich fröhlich sein kann und Spaß haben. IMC ist für mich ein Ort, wo ich meine Beziehung mit Gott vertiefen kann. Und es ist für mich eine Ehre, ein Teil von IMC zu sein. Und ich freue mich, dass IMC 2 Jahre alt geworden ist. Und für mich ist IMC mein Zuhause. Wir freuen uns, ein Teil der IMC Church zu sein. IMC ist für uns Familie und Freude. God bless you. IMC ist, wo ich mich wie zu Hause fühle. Es ist eine Ehre, mit den anderen Geschwistern als eine Einheit und als eine Familie den lebendigen Gott anzupreisen. Und es ist einfach wunderschön, jedes Mal in die Gegenwart Gottes zu kommen, ihn zu spüren und einfach seinen Frieden zu empfangen. Ich danke Gott, dass ich ein Teil der Gemeinde sein darf. Dein Name ist Jesus, dieser Ehre, Ruhm und Macht. Wir heben den Namen Jesus. IMC bedeutet für mich außergewöhnliche Familie. IMC bedeutet für mich Dazugehörigkeit. Happy Birthday, Gemeinde! IMC ist mein geistliches Wohnzimmer. Ja, 2 Jahre IMC. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Ja, für mich ist die Gemeinde wirklich ein Ort, wo ich Gott dienen kann. Ja, und wo mir Gott auch dient, wo ich wachsen kann. Danke.